Wir wollen uns mit einem Modell beschäftigen, um so ein bisschen diesen MVC, Model View Controller Gedanken von Apple auch mal aufzugreifen und selber ein bisschen setzen zu lassen. Machen wir ein neues Projekt dafür und wir bleiben einfach bei unserem UI Slider, weil er ja so super sexy ist und wir nennen das mal UI Slider von mir aus, ja, Color Model, denn darum soll es jetzt in diesem Beispiel einmal verstärkt gehen. Ja, wo ist denn das Problem? Wir haben nun mal ein User Interface, haben in dem User Interface drei Slider, dupliziert, dupliziert und hier schnell die Attribute für das Layout vergeben. 0, 16, 16, das können wir mittlerweile wirklich alle auswendig. Und ich weiß, dass euch das nervt, aber das Schöne ist, ihr könnt das jetzt hier auch auswendig und wisst schon aus dem FF, wie einfach man diese Auto-Layout-Constraints vergeben kann. Ist doch cool, oder? So, da haben wir unsere drei Slider und wir wissen sicherlich, dass wir auch darauf reagieren müssen, wenn sich Werte ändern. Also nehmen wir doch mal hier unseren Horizontal Slider, den ersten, und sagen, das ist Slider Red Value Changed. Und Achtung, kein Outlet, sondern eine Action. Gerade noch mal Glück gehabt und haben hier unsere erste IB-Action-Methode. Und der Einfachheit halber kopiere ich den Code. Slider Green, Slider Blue, kann das hier wunderbar ändern. Und wir ziehen einfach die Action-Methode auf unser Storyboard. Ist dann viel einfacher als die Tipperei immer andersherum. So, aber wir wollen eben nicht auch die UI-Elemente verwenden, um quasi die Modelldaten zu speichern. Ja, das hatten wir im vorherigen Video mal gemacht. Die aktuelle Farbe hat sich immer ermittelt, indem ich halt vom Slider Green den Value und Blue und Red jeweils den Value genommen habe und habe gesagt, mach daraus bitte eine neue Farbe. Und das ist eigentlich nicht schön. Man will immer eine Trennung haben zwischen dem Modell und dem User Interface. Also wollen wir dem doch auch mal Rechnung tragen und machen uns so eine Modellklasse. Und dazu gehen wir jetzt her. Ich klicke mal hier den View Controller Storyboard an. Und wenn wir hier die rechte Maustaste drücken und sagen New File, dann wird eine neue Datei darunter erstellt. Ja, was brauchen wir denn jetzt für eine Datei? Wir brauchen keine Cocoa Touch Class oder irgendwelche Test Cases. Wir brauchen ein ganz einfaches Swift-File. Und wie nennen wir das? Wir nennen das Color Model. Das soll also unser Farbmodell sein. Und dann sehen wir hier colormodel.swift, eine neue Datei, wurde eingefügt unter der, wo ich mit rechter Maustaste gesagt habe, New File. Also das ist die Möglichkeit, das hier zu positionieren. Und wir sehen Import Foundation. Aber das reicht uns nicht ganz, denn die Foundation, die sich jetzt so mit den, ja, Swift-Primitiven beschäftigt, die internen Datentypen, das reicht uns nicht. Wir brauchen hier UI-Elemente. Wir wollen ja auch eine Farbe, eine UI-Color mal darstellen können mit unserem Color Model. Deshalb reicht uns Import Foundation nicht, sondern wir brauchen Import UI Kit. Das UI-Kit importiert nämlich selber die Foundation, dann reicht uns das hier also. Ja, was wollen wir haben? Wir wollen eine Klasse haben, die soll heißen Color Model. Und wir haben hier ein paar Stored Properties drin, nämlich so etwas wie eine Variable. Und das ist also rot und die ist vom Typ Float. Und wir haben eine Variable, die ist green, die ist vom Typ float. Und wir haben eine Variable blue, die ist vom Typ float. Ja, und nun sehen wir schon wieder, was wir auch schon mal hatten. Achtung,
du hast hier Stored Properties drin, aber die haben keinen Initialwert. Also, und sie sind nicht optional, also müssen wir einen Initializer schaffen. Ja, und weiß ich jetzt selber nicht, ist Xcode 9 mittlerweile so clever und bietet uns das an? Stored Property, aha, Synthese Initializer, klicken wir doch mal drauf. Aha, ja, jetzt nicht so toll. Wäre ja schön gewesen, wenn uns hier auch Xcode 9 einen Initializer angeboten hätte. Na, dann schreiben wir ihn halt selbst, ja? Also, wir brauchen einen Init und wir brauchen ein paar Parameter. Ja, rot vom Typ Float, grün vom Typ Float und wer hätte das gedacht? Blue vom Typ Float. So. Und was muss gemacht werden? Unser Rotanteil muss gesetzt werden auf das Argument von Rot. Unser Grünanteil auf das Argument, was übergeben wurde, und unser Blauanteil eben auf dieses Blau. Und ihr seht jetzt gleich, was ich damit meine. Schaut mal, ich markiere hier dieses Blue. Das ist das Argument des Initialisierers. Dieses Blue ist unsere Stored Property, der Wert. Also, und damit das Argument genauso heißen kann wie unsere Stored Property, setzt man dann im Initializer ein Self davor. Dann muss man hier nicht zwingend andere Namen vergeben. Hatten wir schon mal geklärt. Also, unser Color Model kann initialisiert werden. Und jetzt soll es uns auch eine Farbe liefern anhand der aktuellen Anteile von Rot, Grün und Blau. Also, wie machen wir das? Da hätten wir ja zwei Möglichkeiten. Wir könnten zum einen eine Methode machen, die uns eine Farbe liefert, oder eine Calculated Property. Ich zeige euch beides. Machen wir uns eine Function und nennen die mal Color by Method. So. Und das ist eine Methode, die hat eben diesen Namen. Sie liefert uns eine UI Color. Und was gibt sie zurück? Sie gibt zurück UI Color, und zwar eine Farbe, die wir mit dem Rot, Grün und Blauanteil aus unserem Modell initialisiert haben. Und auch hier wieder keine Transparenz, also volle 1 als Alpha-Wert. Wir haben eine Method, die heißt Color by Method und ist eben eine Methode ohne Argumente. Sie liefert uns eine UI-Color zurück und das ist genau das, was hier passiert. Und so einfach wäre das. Das ist jetzt eine Methode, die eine Farbe liefert anhand der aktuellen Rot-, Grün- und Blau-Anteile. Ich hatte aber gesagt, wir können uns auch noch eine Stored Property machen. Also var, nennen wir die doch einfach Color. Und was soll das sein? Das soll eine Variable sein vom Typ Color, aber sie liefert uns einen Wert zurück, nämlich genau das gleiche, wie wir es da unten gemacht hatten. Und ihr seht jetzt hier eine Calculated Property. Wenn immer ich von einem Color Model sage, gib mir doch Color, wird uns eine neue UI-Color basierend auf den Werten Rot, Grün und Blau zurückgegeben. Also das ist jetzt hier mal eine sehr, sehr einfache Geschichte. Und damit wäre unser Color-Model eigentlich schon fertig. Und wir werden dann im nächsten Video schauen, wie wir dieses Color-Model dann auch weiter verwenden.